Ja, unser heutiges Thema ist eine kurze Einführung in die dritte Ausstellung unserer Ausstellungsserie, die im Rahmen eines großen EU-Projekts zustande gekommen sind. Ich hoffe, Sie können alle den Bildschirm sehen mit der Präsentation. Können Sie mir vielleicht ein Zeichen geben, ob Sie das sehen können? Ja, ich kann es sehen. Sehr gut, danke vielmals. Ich darf Ihnen zunächst einmal kurz skizzieren, wie ich diese Präsentation aufgebaut habe. Zunächst werde ich Ihnen ein paar grundsätzliche Sachen über das Projekt sagen, die Eckdaten, die das Projekt ausgemacht haben, beziehungsweise immer noch ausmachen. Dann darf ich Ihnen kurz die Partner vorstellen, die sich an diesem Projekt beteiligt haben. Kurz allgemeine Eckdaten zu der aktuellen Ausstellung mitteilen und dann zuletzt eine Auswahl an Quellen und Dokumenten vorstellen, die meiner Ansicht nach ein sehr gutes Bild über die Breite dieser Ausstellung vermitteln. Das Projekt basiert auf oder Das Projekt wurde auf der Grundlage einer Aussage der UNESCO projektiert, wonach die Archive eine wesentliche Rolle bei der Entwicklung von Gesellschaften spielen, indem sie das individuelle und gemeinschaftliche Gedächtnis schützen und zu diesen beitragen. Und deswegen ist der offene Zugang zu Archiven wichtig, die das Wissen über die Gesellschaft fördert, die Demokratie schützt und die Rechte der Bürger verbessert und auch die Lebensqualität. Das sind wunderbare grundsätzliche Bemerkungen seitens der UNESCO, haben aber zur Voraussetzung, dass Menschen eigentlich überhaupt wissen, was Archive sind. Das heißt, es ging diesem Projekt, das im Programm Creative Europe der Europäischen Union eingereicht worden ist und auch gefördert worden ist, über eine Dauer von 4 Jahren, also wir sind jetzt in den allerletzten Monaten dieses Projekts, also mit Jahresende 2022 wird das Projekt zu einem Ende kommen. Und eben das Projektziel, das grundsätzliche ist es, die Darstellung der Archive als die Bewahrerinnen des historischen Gedächtnisses und Erbes Europas. Das kann natürlich auf mannigfaltigen Methoden geschehen. Wir haben in diesem Projekt versucht, spezielle Bevölkerungsgruppen einzubinden, speziell die Jugend und auch die ältere Generation, die wir Silver Generation genannt haben, die im Zuge von Crowdsourcing-Projekten auch eingebunden worden sind, um an konkreten Unternehmungen sich zu beteiligen. Es wurden neue Wirtschaftsmodelle für Archive entwickelt, indem einfach inspiriert von den ausgesuchten Objekten, Dokumenten in den Ausstellungen Produkte entwickelt worden sind, die dann eventuell auch von den Archiven feilgeboten werden können, aber dazu später etwas mehr. Wir haben auch versucht, Online-Lehr- und Lernmaterialien für Schulen zu kreieren, das heißt über eine Online-Plattform Wissen zu vermitteln, wie man sich in Archiven verhält, was man dort erwarten kann, wie man ein Archiv benutzt, dass man auch nutzbringend etwas finden kann in den archivischen Institutionen. Da war es ein Schwerpunkt auch, den kreativen Umgang mit Dokumenten zu fördern, das heißt es entstanden inspiriert von diesen Dokumenten. Kurzfilme beispielsweise oder auch andere Artefakte, die aber sich in einer Form, entweder über den Inhalt oder über die äußere Form der Dokumente, ein kreatives Produkt ergeben haben. Und diese Projekte wurden dann auch entsprechend prämiert. Es wurden eigene Spiele konzipiert im Rahmen der Ausstellungen, die den Inhalt der einzelnen Dokumente auch spielerisch näher bringen. Also das Stichwort der Gamification, der intelligenten Spiele, dass man der Mensch, der ein Homo Ludens ist, ein spielerischer Mensch, dass die Inhalte auch über diesen Spielfaktor an den Mann, an die Frau gebracht werden. Und eben, last but not least, die Erstellung von drei transmedialen Ausstellungen,
zu drei verschiedenen Themen, also in Summe insgesamt 27 Teilaktivitäten in dieses Projekt aufgeteilt hat. Die Partner, die mitgemacht haben, ganz zuerst zu nennen das spanische Staatsarchiv, das ja Leadpartner war, das heißt die Gesamtkoordination des Projekts übernommen hat. Und dazu gab es noch vier andere Staats- und Nationalarchive, wie jenes von Norwegen, von Ungarn, von Portugal, dann auch eine technische Universität in Irland und letztlich auch das Nationalarchiv von Malta war dabei und auch Icarus als Archivnetzwerk, wobei Icarus ja selber kein Archiv ist, aber die Interessensvertretung, wenn Sie so wollen, von über 180 Archiven oder archivischen Institutionen. Die Ausstellungen, um es konkret zu machen, es gab drei Themen. Das erste Thema war das Werden Europas. Was macht Europa aus? Was sind die determinierenden Grundpfeiler, die Europa ausmachen? Kann man etwas ausmachen, was Europa sozusagen als gemeinsame Basis hat, die verschiedenen Teile? Diese Ausstellung wurde vom Nationalarchiven von Ungarn und von Malta kuratiert. Die zweite Ausstellung widmet sich dem großen Themenkomplex der Migration, dem Exil und der Solidarität, die von norwegischen Kollegen bzw. von Icarus zusammengestellt worden ist. Und unser heutiges Thema, die dritte Ausstellung, europäische Entdeckungen und Erfindungen, die vom Nationalarchiv Portugal kuratiert worden ist unter Assistenz des spanischen Staatsarchivs. Also wenn Sie sich diesen Plan, diese Grafik hier unten anschauen, dann sehen Sie den Ablauf dieser Ausstellungen in ganz Europa, also in sechs Staaten sind diese drei Ausstellungen in unterschiedlicher Reihenfolge gelaufen. Wir sind jetzt im Oktober, das heißt, wir sind hier sozusagen am allerletzten Drücker mit dieser dritten Ausstellung in Österreich. Sie sehen, oberste Zeile, Austria, Icarus, die dritte Ausstellung, wenn Sie Mauszeiger folgen hier, bis Ende Oktober ist sie noch in St. Pölten zu sehen. Alle anderen Ausstellungen, die Sie hier sehen, sind bereits zu einem Ende gekommen. Beziehungsweise in Malta ist es noch auch bis Ende Oktober. Ausstellungen selber, es war ein langer Weg, bis wir ein fertiges Produkt hatten. Das kann man auf jeden Fall sagen. Es ging zunächst einmal vor allem um die Erstellung eines Dokumentenpools. Das heißt, Dokumente, die zu den Themen passten und die als Grundlage für eine finale Selektion geworden sind. Man kann ja nicht hunderte Dokumente ausstellen, muss eine Vorauswahl treffen, also von etwa 150 Dokumente sind dann letztlich rund 50 in die Ausstellung gekommen, die dann auch gezeigt werden. Diese Ausstellung muss natürlich strukturiert werden. Die Themen sind ja sehr vielschichtig, haben viele, viele Aspekte und dass hier irgendwie ein roter Faden durchgeht, auch das ein Konzept muss hier in diesem Fall auch entwickelt werden. Da ging es um die Erstellung der Ausstellungstexte, aber auch der Texte für den begleitenden Katalog, wobei die Katalogtexte ein wenig ausführlicher sind und die Paneltexte, also die Texte, die neben den Objekten in der Ausstellung zu sehen sind, ein wenig kürzer gefasst sind. Das alles musste übersetzt werden in 7 Sprachen, nämlich ausgehend von der Grundsprache Englisch, wurden diese Ausstellungen in allen beteiligten Sprachen übersetzt, also auf Norwegisch, Spanisch, Portugiesisch, Maltesisch, Ungarisch und auch natürlich Deutsch. Ebenso die dazugehörigen Spiele, die auch in alle 7 Sprachen übersetzt werden mussten und entsprechend programmiert werden mussten. Und dann musste die Ausstellung selber organisiert werden. Das heißt, die Planung und die Ausführung der Möblierung oder die Möblage, das ist nach einem ganz bestimmten Schema abgelaufen, dass das ein einheitliches Gesicht hat, egal wo in Europa diese Ausstellungen zu sehen waren. Dann natürlich die Anschaffung der technischen Ausrüstung und schließlich das Eroin oder die Organisation des Ausstellungsortes. Und da haben wir in Österreich, in St. Pölten, mit dem Museum am Dom in St. Pölten einen genialen Partner gefunden, wenn ich so sagen darf. Denn ein Museum
ist ja natürlich dafür gedacht, Ausstellungen zu beherbergen. Und es ist ein wirklich sehr reizvoller Aspekt, dass in einem sehr historischen Rahmen, Sie sehen auf diesem Bild einen Einblick in die alte Bibliothek, Rokoko-Bibliothek, auf der einen Seite den historischen Rahmen zu haben und eine sehr modern ausgerichtete Ausstellung drin besuchen zu können mit eben multimedialer Darstellungsvielfalt. So, wenden wir uns jetzt den Quellen zu. Es sind, wie schon gesagt, in dieser Ausstellung 50 Schlüsseldokumente aus insgesamt, das stimmt hier nicht, es sind nur 8 Archive, nämlich die Bereitsteller waren die 5 Projektpartner, also die genannten Nationalarchive und darüber hinaus 3 ICRUS-Mitglieder, die ohne jetzt direkt Projektmitglied zu sein, auch beigetragen haben. Das ist nämlich auf der einen Seite das rumänische Nationalarchiv, das sind das Montenegrinische Nationalarchiv und das Archiv der Vojvodina in Novi Sad in Serbien, die ihrerseits auch Dokumente bereitgestellt haben. Quellen selber können mannigfaltiger nicht sein. Es dokumentiert sehr schön die Bandbreite, die in den europäischen Archiven verwahrt wird. Also es können Briefe, Tagebücher, Broschüren, Kataster, Tabellen, frühe Fotos, Diagramme, Publikationen, Urkunden, alles Mögliche ist hier dabei, je nachdem, für welches Format man damals für das Festhalten der Umstände genutzt hat. Die Ausstellung selber, Europäische Entdeckung der Erfindungen, strukturiert sich in 3 Hauptpfeilern. Man muss ja Sie können sich vorstellen, dass dieses Thema unheimlich breit ist. Also europäische Entdeckungen und Empfindungen sind ein so gut wie unerschöpfliches Thema. Wir haben uns entschlossen, den Fokus auf 3 Bereiche zu lenken, nämlich Medizin, Energie und Industrie und Transportwesen und Schifffahrt. Das sind die 3 großen Pfeiler, die inhaltlich diese Ausstellung bestimmen. Wenden wir uns gleich dem ersten Pfeiler zu, die Medizin. Also ich habe es so gehalten, dass ich pro Pfeiler, pro Themenbereich 2 Dokumente ein wenig näher vorstellen werde. Das erste, das Sie hier sehen, ist uns vom spanischen Staatsarchiv zur Verfügung gestellt worden. Es ist ein Brief oder ein Schreiben eines damals sehr berühmten Chemikers, nämlich Joseph Louis Proust, ein Franzose. Sie sehen ihn hier auf dem Bild rechts oben. Und was Sie hier sehen auf der linken Seite, das ist jetzt kein Brief, sondern eine Zusammenstellung von Proben. Dieser Joseph Louis Proust war, wie gesagt, ein Franzose, hat aber in Spanien gelehrt, nämlich an der Artillerieakademie in Segovia. Und dort wurde er mit einer ganz bestimmten Aufgabe betraut, nämlich er sollte eine Methode finden, wie die Soldaten der spanischen Armee besser in Schuss gehalten werden, gut bei Kräften sind, ohne aber den königlichen spanischen Haushaltsschatz mehr zu belasten. Also mit einem Wort, die eierlegende Wollmilchsau wollte man von ihm haben. Was bringt den maximalen Effekt und kostet nichts, sozusagen. Und Proust hat hier entsprechend Versuche durchgeführt. Er gilt ja als der Mitbegründer oder der Entwickler der modernen chemischen Analyse. Was Sie hier sehen, diese kleinen Vierecke, diese kleinen Päckchen, die auf diesem Stück Papier angemacht sind, das ist nichts anderes wie Proben von Knochengelatine, die eben für die Truppen, für die spanischen Soldaten verwendet worden sind, um ihre Leistungsfähigkeit zu maximieren. Aus dem Jahr 1791.
Also wir haben in der ersten Reihe Rindfleischwürfel, in der zweiten Reihe Rinderknochenwürfel aus der Hüfte, Gelenksknochenwürfel, Rippenknochenwürfel, Schafsknochenwürfel und ganz unten Schweinsknochenwürfel. Also im Prinzip Suppenwürfel, die, aus denen man kräftige Suppen macht, kostet nicht viel, aber sie sind nahrhaft und geben den Soldaten Kraft. Das Brusttier überhaupt in Spanien forschen und lehren konnte, das war gar nicht so einfach. Das bedurfte grundsätzlich auch einer Abmachung auf allerhöchsten Ebene zwischen den beiden Regenten Spaniens und Frankreichs, die sich darüber verständigt haben, also Ludwig der 16. in Frankreich und Karl der 3. in Spanien, dass dieser Austausch und dieser Wechselbrust nach Spanien erfolgen durfte. Also Sie sehen, dass auch Erfindungen und Entdeckungen immer wieder auch vom Militär angestoßen worden sind. Also dass viele Entwicklungen einen militärischen Ursprung haben, auch wenn sie dann vielleicht in ganz anderer Weise und in ganz anderem Kontext auch zur Umsetzung gekommen sind. Das zweite Dokument, das ich vorstellen möchte, kommt aus Portugal, also vom spanischen Nationalarchiv. Da sehen Sie das Deckblatt eines Werkes, das wirklich, muss man sagen, bemerkenswert war, nämlich für die Zeit. Wir sind im Jahr 1563. Es handelt sich um eine Abhandlung eines portugiesischen Arztes, Garcia de Horta, der also in der ersten Hälfte beziehungsweise dann im zweiten Drittel des 16. Jahrhunderts gelebt hat, der über 30 Jahre in Goa, also im heutigen Indien, gelebt und gewirkt hat und dort entsprechend Informationen zusammengetragen hat. Also das Werk heißt Dialoge über die Simples und Arzneien und medizinischen Artikeln von Indien. Simples, das lässt sich eigentlich übersetzen, das sind Arzneimittel, die auf pflanzlicher Basis beruhen. Also im Prinzip die ganzheitliche Medizin, das Wissen um Kräuter, das Wissen um einzelne Wirkstoffe in bestimmten Pflanzen, das war in Indien damals sehr, sehr verbreitet, heute noch, in Europa auch, aber in Vergessenheit geraten. Und dieses Werk, also Garcia de Horta, den Sie hier sehen, in einem Denkmal in Lissabon, mit seinem Buch und eben auch einer Pflanze in seiner Hand, sehr programmatisch. Er hat hier eine Zusammenfassung der indischen medizinischen Kunst für europäische Leser zusammengestellt. Und so einen sehr ansprechenden Form, in Form eines Dialogs. Deswegen heißt es auch Dialog. Nämlich ein Dialog zwischen einem indischen medizinischen Meister und einem europäischen Gelehrten. Und sein Urteil ist insofern bemerkenswert, dass er meinte, am Schluss ja eigentlich könnte sich die Europäer ein dickes Stück von den Indern abschneiden, denn eigentlich sind sie viel vertrauenswürdiger in ihren Analysen, in ihrer Diagnostik als die europäischen Ärzte. Und das aus dem Mund eines europäischen Arztes ist zu hören, ist sicherlich durchaus bemerkenswert. Ich habe Ihnen schon gesagt, dass eines der Schwerpunkte des Projektes war, auch neue Wirtschaftszweige für Archive zu erstellen. Und deswegen haben wir eine Reihe von Designern beauftragt, sich jene Dokumente auszusuchen, die sie besonders ansprechen und auf der Grundlage dieser Dokumente sogenannte Merchandising-Produkte zu entwerfen. Also Produkte, die auf diesen Dokumenten basieren und in irgendeiner Weise diese einbauen. Was Sie hier sehen, auf der rechten Seite, das ist inspiriert von diesem Dokument eine Art Seifenständer. Also dieses hölzerne Konstrukt hier, das ist ja der Seifenständer. Die Seifen mit unterschiedlichen Duftstoffen, also Wirkstoffen, die eben den in diesem Werk beschriebenen Wirkstoffen entsprechen, wurden entsprechend entwickelt, auch mit einem Namen versehen. Auf dieser kleinen Scheibe hier ist auch dem Produkt zugrunde liegende Originaldokument beschrieben. Und sozusagen ist das eine Übertragung der Inhalte dieses Buches, symbolisch gesprochen, auf ein wirtschaftlich nutzbares Produkt.
Sie sehen dieser Name der Designer hier, das ist ein portugiesisches Designer-Team gewesen. Wenn wir uns den zweiten Säule, den zweiten Pfeiler zuwenden, Energie und Industrie, möchte ich ein ganz besonderes Stück hervorheben, das uns das rumänische Nationalarchiv zur Verfügung gestellt hat. Da geht es um ein Manuskript eines Wieners, wenn man es genau nimmt, der Herr Konrad Haas, der im 16. Jahrhundert gelebt hat, der wahrscheinlich bei Wien geboren worden ist, bei Dornbach, möglicherweise, weiß nicht genau. Was wir wissen ist, dass er dann später nach Siebenbürgen, also ins heutige Rumänien gegangen ist und dort für Kaiser Ferdinand I. Artilleriemeister war. Also sich mit Waffentechnik sehr gut ausgekannt hat und er hat jahrzehntelang an seinem Opus Magnum geschrieben, das Sie hier sehen, beziehungsweise ein Teil davon, ein dicker Kodex ist das, wo es vor allem um Artillerie, um Kanonentechnik und vor allem um Raketentechnik gegangen ist. Also wenn Sie hier zum Beispiel die Überschrift sehen, hier nachfolgt die Feuer- oder Stürmering mit dem opemelten Zeug einzuführen, auch wie die Schläge und die Schlüsse reinzumachen sein. Also nicht nur der Text wird hier akribisch genau beschrieben, wie diese Apparaturen zu bauen sind, sondern es wurden auch entsprechend detaillierte Zeichnungen verfertigt. Hier haben Sie zum Beispiel einen entsprechenden Prototyp einer Kanone, beziehungsweise auch verschiedene Kaliber werden vorgestellt, auch sehr zum Teil zum Schmunzeln anregende Zeichnungen, wie Sie sehen. Aber wir können Konrad Haas mit Fug und Recht als einen Pionier Raketen und damit der Weltraumforschung bezeichnen. In der Mitte des 16. Jahrhunderts hat er schon das Prinzip der mehrstufigen Raketen vorweggenommen, also zwei- oder gar dreistufige Raketen, die Form, die Glockenform der Düsen, die Delta-Form der stabilisierenden Anbauten auf jeden Fall und auch die Verwendung von Flüssigtreibstoff wurde hier bereits konzipiert, wobei hier durchaus auch Branntwein, also hochprozentiger Alkohol zum Einsatz gekommen ist. Also Konrad Haas war nicht nur ein Fachmann in Ballistik, sondern auch in Chemie, Physik, Pyrotechnik, der also auch mit Feuerwehrstechnik zur Verfügung befasst hat und auch der Mathematik. Also man kann sagen, er war seiner Zeit um hunderte Jahre voraus. Denn all das, die Flossen, die Düsenformen, die mehrstufigen Raketen, das ist alles dann im 20. Jahrhundert tatsächlich umgesetzt worden. Und dieses Stück hat auch die Designer sehr fasziniert. Und ein österreichischer Designer hat sich diese Zeichnung genau angeschaut und hat einen Bausatz entwickelt, einen Bausatz aus Holz, um diese Konrad Haas'schen Raketen oder zumindest einen Typ davon nachzubauen. Also insgesamt hat Haas ja 17 Raketentypen hier eingeführt in seinem Werk. Eins davon ist jetzt im Rahmen dieses Merchandising-Produktes auch nachbaubar, wie Sie hier sehen können. Dass Sie das Quellenstück überhaupt haben, ist einem riesen Zufall zu verdanken. Es wurde nämlich erst 1961 gefunden überhaupt. Und zählt seitdem zu einem der attraktivsten Stücke, die das rumänische Nationalarchiv sein eigen nennt. Ein zweites Beispiel, das ich Ihnen vorstellen möchte, das ist ein Projekt, eine Erfindung im klassischen Sinne. Was Sie hier sehen auf diesem Bild, das ist ein Kühlschrank. Nämlich ein Kühlschrank aus den 20er Jahren. Und ein Kühlschrank aus den 20er Jahren, das war sehr oft eine Todesfalle. Eine Todesfalle insofern, dass er hochgefährlich war. Kühlschränke, es war gar nicht so selten, dass diese explodierten oder dass Bewohner starben durch das Austreten von giftigen Dämpfen. Denn es waren durchaus giftige Gase, die im Inneren für die Kühlung sorgten, indem sie die Kühlflüssigkeit komprimierten. Und die beweglichen Teile, die notwendig waren, die waren immer ein Unsicherheitsfaktor in diesem technischen Ablauf. Es
Und im Jahr 1929 ist tatsächlich wieder mal ein Unglück passiert. Und so haben sich zwei Geister zusammengetan, um hier Abhilfe zu schaffen. Den einen brauche ich Ihnen nicht vorstellen. Das ist kein geringer gewesen als der bis heute gefeierte Albert Einstein, der sich auch mit profaneren Sachen beschäftigt hat und nicht nur mit der Relativitätstheorie oder dem photomechanischen Lichteffekt. Der zweite Physiker, der beteiligt war, ein Ungar, Leo Szilard, ist vielleicht weniger bekannt, aber nicht weniger genial. Er war maßgeblich am Manhattan-Projekt beteiligt, also ein Projekt der US-Regierung, die dann letztendlich die Schaffung der ersten Atombombe zum Ergebnis gehabt hat. Aber beide haben sich im Jahr 1929 an die Lösung des Problems gemacht, nämlich halbwegs verkehrssichere und nicht mehr lebensgefährliche Kühlschränke zu bauen. Was Sie hier sehen, das ist die Patentanmeldung aus dem Jahr 1929, 5. Dezember des Jahres in Budapest, haben beide das Patent eingereicht. Wir sehen hier Pläne, die technischen Aufbau dieses neu konzipierten Kühlschranks entwickeln. Zwar war der springende Punkt dabei, dass dieser Kühlschrank ohne rotierende oder bewegliche Teile ausgekommen ist, sondern mit einer elektromagnetischen Pumpe versehen waren, die statisch war. Es ist interessant, trotz der großen Prominenz der einreichenden Erfinder hat sich dieses System nie durchgesetzt, nämlich in Kühlschränken. Das System selber hat sich durchgesetzt, aber in einem ganz anderen Kontext, nämlich die Kühlung mittels elektromagnetischer Pumpe wird heute durch die Bank in Atomkraftwerken eingesetzt. Dort sehr wohl, aber eben nicht in Kühlschränken, hat man andere Wege gefunden. Ja, und damit wenden wir uns den dritten Pfeiler zu, dem Transportwesen und der Schifffahrt. Hier möchte ich ein Objekt vorstellen, das ebenfalls von den Kollegen aus Portugal beigesteuert worden ist, nämlich eine sogenannte aerostatische Maschine, also ein Flugobjekt aus dem beginnenden 18. Jahrhundert. Also 1709 hat nämlich ein Jesuitenpater, Bartolomeo de Guzmão, einen Antrag beim damaligen portugiesischen König gestellt, Johann der V. war das, ein Flugmodell oder ein Flugobjekt entwickeln zu dürfen, mit dem man sich hunderte von Meilen in der Luft fortbewegen konnte. Und neben dem militärischen Aspekt, der sehr wichtig war damals natürlich, auch für Entdeckungen genutzt werden konnte. Und somit hat er herausgestellt, der portugiesischen Krone noch mehr Ruhm und Ehre verschaffen zu können. Das waren die richtigen Schlüsselwörter für einen König. Ruhm und Ehre, da wird man gleich hellhörig von politischer Seite. Und Guzmão hat dieses Privileg bekommen, diese Maschine entwickeln zu dürfen, was immer es war. Das wusste man nicht. Und das wussten auch die Zeitgenossen nicht. Und was Sie hier sehen, dieses Fluggerät, das ja offensichtlich einem Vogel nachempfunden ist, das war nicht etwa das, was Guzmão entwickelt hat, ganz und gar nicht, sondern das war, was die Leute angenommen, dass er entwickeln wird. Also wenn Sie sich das anschauen, zum Beispiel den zentralen Teil, eben in diesen Vogelkörper, hat man noch ein paar Globen reingesetzt, der Pilot oder der Insasse hatte noch ein Fernrohr dabei, eine portugiesische Fahne war noch dabei, um dem Ganzen auch einen politischen Rahmen zu geben, beziehungsweise die Globen und die ganzen wissenschaftlichen Instrumente sollten die Wissenschaftlichkeit und eben das den Fortschritt symbolisieren. Aber das hat nichts zu tun mit der eigentlichen Erfindung, sondern das, was die Leute geglaubt haben, dass es. Was tatsächlich erfunden worden ist, viel bescheidener. Das war ein Prototyp eines Heißluftballons, den Guzmão auch vorgeführt hat vor versammeltem Hof. Er ließ einen Prototypen, einen ganz kleinen Heißluftballon steigen, bis er tatsächlich die Decke erreichte. Dort musste er schnell gelöscht werden, sonst hätte der ganze Saal Feuer gefangen. Aber es war ein Erfolg, kann man sagen. Nur ist das über diesen Prototypen nicht hinausgegangen. Es dauerte dann auch fast 70 oder fast 80 Jahre, bis die Gebrüder Montgolfier tatsächlich einen ersten bemannten Heißluftballon in die Luft schicken konnten. Aber das war so ein erster Versuch in die richtige Richtung, wenn Sie so wollen.
Auch dieses Objekt, dieses Dokument hat die Designer schwer beeindruckt. Und was Sie auf der rechten Seite sehen, das ist ja wiederum von einem portugiesischen Designer-Konsortium entwickeltes Merchandising-Produkt, nämlich ein Mobile. Also aus ganz leichtem Holz erstelltes Steckmodell dieses Fluggerätes, beziehungsweise nicht des Fluggerätes, das real existiert hat, sondern da von dem, was die Zeitgenossen damals zu Beginn des 18. Jahrhunderts angenommen haben, dass Gusmão konstruieren wird. Also diese vogelartige Variante, die Sie hier sehen, also das ist ein selbst zusammensteckbares ein Stecksatz, das man dann ein Zwirn oder ein Seil aufhängt und das dann im Wind sich bewegt. Also auch natürlich auch in gewisser Weise ein Flugobjekt. Ja, das letzte Dokument, das ich Ihnen in dem Zusammenhang zeigen möchte, in diesem letzten Pfeiler, das ist ein sogenanntes Teil eines Manuskriptatlasses, eine Manuskriptkarte, das ist nämlich alles nicht gedruckt worden, sondern handschriftlich verfasst worden. Und zwar, Sie sehen hier, unschwer zu erkennen, das ist Europa und ein Teil Afrikas, was zu sehen ist. Der Autor ist ein gewisser Fernão Vaz Dourado aus dem 16. Jahrhundert oder ca. 1571. Dieser Atlas ist ja datiert, der auch in Goa tätig war, wo ja jede Menge zusammengekommen ist. Goa war damals ein Schmelztiegel, nicht nur der Nationen, sondern auch des Wissens und der Technologie. Und alle Seeleute, die hier Halt machten, hatten etwas beizutragen, hatten unentdecktes Land oder bis dato unbekanntes Land entdeckt. Und all diese neuen Kenntnisse flossen dann ein in diese Manuskriptkarten. Also das ist eine Karte von 18, die den gesamten Atlas bilden, sehr prunkvoll gestaltet. Also wenn wir uns dieses Detail hier zum Beispiel Afrika anschauen, dann sehen Sie, wie farbecht das noch alles ist. Also das ist quasi 1:1 ohne Einbußen erhalten. Sie sehen auch hier an der Küste, Küste Afrikas, die vielen Namen, die eingetragen sind. Und wenn wir hier diese Inselgruppe anschauen, wenn wir uns die genauer uns ansehen, das sind die Azoren mitten im Atlantischen Ozean. Das kannte man von den Azoren damals. Das war so die Verteilung der Inseln, wie sie damals bekannt war, beziehungsweise wie es damals kartografiert worden ist. Wenn wir das vergleichen mit einer modernen Karte, sehen wir, dass das gar nicht mal so falsch gelegen ist. Also das sind die Inseln, Sie sehen hier unten, also die Insel Santa Maria, die hier etwas abseits war, oder San Miguel. Also die Namen sind alle gleich, oder nur zum Teil ein wenig anders. Was hier heute Carvo heißt, hat damals Ocorvo geheißen, oder Fioles, die größere Insel hier, die hat dann später Flores geheißen. Aber im Prinzip sind die Inseln mehr oder weniger so kartografiert worden, wie wir sie auch heute kartografieren würden. Es steht zwar als signierender Künstler Fernão Vaz Dourado, aber wir können davon ausgehen, dass an diesem Stück mehrere Hände gearbeitet haben, also mehrere Künstler hier ihr Know-how eingebracht haben und nicht nur eine Person, nur die Letztverantwortliche hat es nur gezeigt. Auch hier gibt es ein Merchandising-Produkt, und zwar hat diese Karte die Kollegen inspiriert zu einem Halstuch. Also wenn man es ausklappt, ist ein quadratisches Halstuch, wenn man es auseinanderfaltet, das man eben entsprechend modellieren kann, aber das ist ein sehr sehr attraktives Motiv, diese Karte. Für ein Kopftuch oder ein Halstuch kann man so oder so verwenden. Ja, das war ein kurzer Ausschnitt aus dieser Ausstellung, das, wie schon gesagt, noch bis Ende Oktober 2022 im Museum am Dom in St. Pölten zu sehen ist, wo noch viele, viele andere Objekte auch zu sehen sind. Hier zum Beispiel auf der rechten Seite ein erster Entwurf eines Unterseebootes aus dem beginnenden 19. Jahrhundert, zum Beispiel, das während der Napoleonischen Kriege hätte gebaut werden sollen, aber was dazu nicht gekommen ist.
Ich darf Sie auch einladen, die Projektseite zu besuchen, www.digitaltreasures.eu, wo die Kataloge zu den Ausstellungen auch im PDF-Format herunterladbar sind, in allen verfügbaren Sprachen. Und auch die Spiele, die wir konzipiert haben zu den Ausstellungen, sind ja auch downloadbar. Also das sind Memory-Spiele, das sind Activity-Spiele, Rollenspiele, die hier auch in die Thematik der Ausstellungen einführen. Das heißt, ich darf mich an dieser Stelle jetzt ganz herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit und stehe für eventuelle Fragen gerne bereit. Wenn Sie welche haben. Ich will ein paar Wörter sagen, aber Entschuldigung für die deutsche Audienz, ich kann nicht sehr gut im Deutsch sprechen, aber ich will im Englisch sagen. Okay, gerne. Also, it's well known, my admiration for this project. One hand, because the most important, because of the ability of the project to bring archives more closer to the people. And not only by digitization, because now this is almost ordinary to have digitized archive, but bring a physical product to in front of the people is the most effective way to bring people close to the archives. And as UNESCO says, because Carl, you have started the presentation with UNESCO, there is no point of preservation unless it leads to the access. So this project has, and I think it is already very successful in this task to make people aware of the archives and to have access to the document, the precious document. Mm-hmm. So again, congratulations. I really like. And one question, please. What kind of material the scarf is? The scarf, I think it's silk. Wow. I think it's silk, yes. Very good. Thank you. Thank you very much, Gudruta. Thank you very much for and, this. Yep. Also, I would like to say another word about Konrad. I always, particularly in these times with the war, which is in Ukraine, that Konrad Haas was a military man, but yes. In the end of the manuscript, his advice to the people is to stop the war. So yes. Maybe yes. We should consider this advice today. Mm-hmm. Ja, danke für diesen Hinweis. Ich wollte das, glaube ich, sagen, aber ich habe es dann vergessen. Der letzte Eintrag von Konrad Haas war, das ist alles schön und gut und man kann die Technologie verwenden, aber am besten wäre, das Pulver bleibt unverbrannt und die Kugel bleibt im Lauf, dann spart sich der König das Geld und der Soldat behält sein Leben. Also das war sozusagen das Credo des Cheftechnikers des Kaisers. Also das ist ein sehr sympathischer Ansatz, das stimmt ganz sicher. Ja, und was du vorher gesagt hast, ja, wir hoffen, dass das Projekt die Archive näher zu den Endnutzern gebracht hat. Aber ich hoffe, es hat auch die Archive näher zueinander gebracht. Das ist ja auch ein Nebeneffekt, dass die Archive auch zueinander finden und merken, dass sie an einem Strang ziehen und dass sie in Kooperation mehr erreichen können als allein. Das ist mit auch ein Projektziel gewesen. Dankeschön. Sonst noch Bemerkungen von Seiten des Auditoriums? Ja, vielleicht schaffen Sie es ja noch die nächsten 2 oder 3 Wochen, die Ausstellung zu besuchen. Es ist wirklich ein besonderes Erlebnis, diese Breite zu sehen. Also wie gesagt, ganz Europa ist dort vertreten mit außergewöhnlichen Stücken. Und dann merkt man erst, was für Potenzial in diesem Kontinent ruht und auf Abruf bereitsteht.
Und wir sollten uns dessen wirklich ganz, ganz bewusst sein. Ja, also wenn von Ihrer Seite nichts mehr zu sagen ist, dann darf ich mich ganz herzlich bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, Sie demnächst auch wieder bei einer Veranstaltung von Icarus begrüßen zu können. Danke vielmals und danke, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Da war gerade wieder. Nice to have you here.